Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident, liebe Roli, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Bewohnerinnen und Bewohner vom Zentrum Binaue. Herzlich willkommen zu der Einweihung vom neuen Zentrum Binaue. Es ist mir eine Freude, Ihnen können digital persönlich zu dem Neubau gratulieren. Das ursprüngliche Alters- und Pflegeheim Binaue hat sich im Laufe des Jahres immer wieder den Bedürfnissen der Bevölkerung angepasst. Schon in den 50er Jahren hat die Bürgerschaft den Bau des Bürgerheims am heutigen Standort zugestimmt. In den 80er Jahren hat man dann gesehen, dass eine Erneuerung nötig ist und ist auch umgesetzt worden. In der Zwischenzeit ist Alters- und Pflegeheim erweitert, saniert und weiter umgebaut worden. Und im Jahr 2018 hat sich die Bevölkerung dann an der Urne für einen Neubau entschieden. Und heute sehen Sie das Ergebnis von diesem Prozess. Die Fertigstellung vom Zentrum Binaue zeigt auch exemplarisch die gut funktionierende Zusammenarbeit vom Kanton und der Gemeinden. Schon im Jahr 2015 hat sich der Roli Welter mit unserem Amt für Soziales in Verbindung gesetzt, um die Rahmenbedingungen für die Realisation des Neubau abzuklären. Unter anderem, dank dieser vorausschauenden Planung, ist es der Gemeinde Diepenzell gelungen, das Projekt so erfolgreich umzusetzen. Als Vorsteherin im Departement Sinnum und zuständige Regierungsrätin für die Alterspolitik ist es mir wichtig, dass wir die Bedürfnisse der Menschen im Alter erkennen und ihre Teilhabe ermöglichen. Im Moment erarbeiten wir unser neues kantonales Altersleitbild. Unter dem Titel Gestaltungsprinzipien für die Alterspolitik sollen Rahmen für eine ressourcen- und zukunftsorientierte Alterspolitik geschaffen werden, die sich an alle Generationen richtet. Ich bin mir bewusst, dass eine Strategie oder ein Altersleitbild allein die Lebensqualität der Menschen im Alter nicht verbessert. Wichtig ist darum, dass sich das konkrete Angebot in der Langzeitpflege den Bedürfnissen der Menschen anpasst. Auch dafür braucht es eine optimale Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und dem Kanton. Ein gemeinsamer und ganzheitlicher Ansatz, wo der Mensch und sein Potenzial ins Zentrum steht, ist wichtig. Das neue Zentrum Binaue in Diepenzell ist sinnbildlich dafür und bietet ein neues Zuhause für Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Mit dem Dienstleistungsangebot, das geht vom betreuten Wohnen bis zum spezialisierten Angebot für Menschen mit demenziellen Veränderungen und auch einer Kita mit 24 Plätzen, entspricht da den heutigen Anforderungen an verstärkte Lebensflexibilität und bietet auch ein schönes Miteinander der Generationen, wo sicher für alle Beteiligten äußerst bereichernd ist. Für all das Erreichte gilt Ihnen, der Gemeinde Diepenzell, im Namen der St. Galler Regierung meinen aufrichtigen Dank und ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu diesem zukunftsweisenden Projekt. Das zeigt, wie die Alterspolitik im Kanton St. Gallen gelebt werden kann. Jetzt wünsche ich Ihnen zuerst einmal ein wunderschönes Fest und dem neuen Zentrum Binaue und all seinen Bewohnerinnen und Bewohnern wie auch den Nutzerinnen und Nutzer, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz viel Erfolg und Freude am Zusammenleben und Zusammenwirken in dem neuen Generationenhaus auf der schönen Insel.